Herzlich willkommen zu einem neuen Video. What's up, YouTube? Jedenfalls gibt jetzt erstmal ein kleiner Supplement-Reminder an alle von euch da draußen raus. Falls ihr eure Supplements noch nicht genommen habt, macht sie jetzt mit mir. Let's go. Wohl bekommst. Ich weiß gar nicht, wie Leute damit Probleme haben können, viel zu schlucken. Also, ich schluck so gut. Ich sag euch, das ist wirklich so nice, dass Moi jetzt auch Kreatin hat. Wenn du Kraftsport wirklich ernst nimmst, führt kein Weg dran vorbei. Also, was steht heute an? Wir machen uns gleich noch was zu snacken. Dann geht's noch trainieren. Dann muss ich dort natürlich Posing üben. Denn mein erster Wettkampf steht ja an am Sonntag. Und da muss ich natürlich noch ein bisschen üben. Das ist ein Newcomer-Wettkampf. Und ja, dass der jetzt nicht alles perfekt läuft, ist mir auch klar. Aber ich will natürlich so gut wie es geht da abliefern. Und die Woche muss ich mal überlegen, ob ich noch mit den Kalorien ein bisschen runtergehe, weil zurzeit esse ich so 2000. Kann aber sein, dass ich noch ein bisschen weiter runtergehe, weil da noch ein bisschen was runter muss. Aber wie gesagt, ist der erste Wettkampf. Also ich habe jetzt erst am Sonntag den Wettkampf. Danach den Sonntag nochmal und darauf den folgenden. Ich glaube, dass ich dann erst in 2 bzw. 3 Wochen dann meinen Topform habe. Da sieht man es. Da ist halt noch ein bisschen Fett da, ne? Wir werden es sehen. Wir machen uns gleich noch was zu essen und danach geht's trainieren. Ich will in einer Stunde trainieren gehen. Das heißt, ich mache mir jetzt einen Pre-Workout-Snack. Mein Porridge of Love. Guckt zu, wie man ihn macht. Super einfach und ihr werdet ihn lieben. Der klassische Porridge of Love geht mit Haferflocken. Ihr könnt es aber auch mit Rice-Pudding, Mais-Pudding, Schmelzflocken oder mit Grieß machen. Wir nehmen heute mal Haferflocken, denn die sind nämlich günstig, hat fast jeder zu Hause, halten lange satt. Haferflocken sind wirklich sehr geil. Ganz wichtig bei meinem Porridge of Love ist natürlich auch der Mixer, denn hier schredder ich die Haferflocken zu Hafermehl. Dann wird es nämlich schön cremig. Falls ihr euch für den Mixer interessiert, habe ich in die Beschreibung gepackt. Jetzt gibt es nämlich 3 Arten, wie ihr den Porridge of Love zubereiten könnt. Bei Rice Pudding, Mais Pudding, Schmelzflocken reicht vollkommen, wenn ihr heißes Wasser nehmt und eine Schüssel gebt und halt eben die restlichen Zutaten. So, bei Haferflocken könnt ihr das noch in die Mikrowelle machen, wenn ihr es wirklich eilig habt. Aber wenn ihr die Zeit dafür habt, dann würde ich das auf jeden Fall im Topf machen. Dann ist es nämlich richtig schön cremig. Und dann schmeckt es noch viel, viel geiler. Wir machen es heute im Topf. Deswegen brauchen wir einen Topf. Ich gebe immer noch ein bisschen Milch dazu. Immer nur so 100, 150 Milliliter. Erstens dann, um Kalorien zu sparen. Den Rest fülle ich mit heißem Wasser auf. Ich mache es eigentlich immer nach Gefühl. Aber wenn ihr so eine Faustregel braucht, dann nehmt immer so die 3- bis 4-fache Menge Flüssigkeit im Verhältnis zu den Haferflocken. Eine Prise Salz. Dann können wir die Haferflocken schon reingeben. Wenn das jetzt vor sich hin köchelt, brauchen wir eine Banane. Die stücken wir auf einem Teller und zerdrücken sie mit einer Gabel. Wenn ihr natürlich merkt, dass der Porridge zu dickflüssig ist, dann macht einfach nur ein bisschen Wasser rein. Kleiner Tipp, nicht zu heiß stellen, weil sonst brennt es an. Jetzt noch ein Scoop Vanille Chocolate Chip rein. Das ist halt mein absoluter Favorite. Sehr geil. Dann heißt es natürlich auch wieder umrühren. Boah, das riecht so köstlich. Guckt es euch an. Könnt ihr das riechen? Da die Schokostückchen. Dann kommt natürlich jetzt unsere Banane dazu. Schön umrühren. Guckt euch an, wie nice das aussieht. Eigentlich war es jetzt schon, aber ich toppe das jetzt nochmal mit dem geschmacksneutralen Chunky, weil ich den Geschmack von Vanille Chocolate Chip so geil finde und einfach nur noch ein bisschen Süße reinbringen will. Deswegen kommt das jetzt noch dazu. Ja. Und jetzt muss... Und jetzt muss nur noch angerichtet werden. So, rein damit. Noch ein paar Schokodrops. Und fertig ist unser Porridge of Love. MT. 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 MT.
Oh mein Gott! Jetzt wird hier auf jeden Fall noch ein Booster reingehauen. Every Workout für das Koffein und für den Pump, der More Pump. So, rein damit. Und wie früher bei dem Mischen einfach runterkippen. Oh. Hm. Jetzt gehen wir trainieren. Vorher muss ich aber noch umgezogen werden. So, jetzt mit Special Effects. Oh. Jetzt kann es losgehen, würde ich sagen. Vor allem bei diesem Pumpcover ist der Backprint halt echt anders. Sieht man das? Ja, man sieht's. Arsch sieht man. Da würde ich sagen, sehen wir uns im Gym. Vom Gym. Ich habe heute 700 Kalorien gegessen bisher. Deswegen habe ich erstmal Bock auf einen High-Protein-Pudding. Den snack ich jetzt erstmal gerade. Die sind so gut. Und dann schauen wir mal, was ich noch so esse. Ich habe mich entschieden, es gibt hier noch Schlemmerfilet und Brokkoli. Ich glaube, so 300 bis 400 Gramm machen wir dann eine Suppe draus mit ein paar Gewürzen. Und dann ist es richtig creamy. Und dann gibt es noch 500 Gramm Skyr mit Flohsamenschalen und Erdbeeren. Das wird nice. Warum habe ich jetzt Flohsamenschalen hier reingetan? Weil Flohsamenschalen ballaststoffreich sind, die quellen so richtig auf, machen das Ganze so wie so eine Art Fake-Grießbrei. Ja, und Erdbeeren sind dann einfach geil. Das geht jetzt kurz in den Kühlschrank, bis ich den anderen Kram gegessen habe und dann wird das als Nachspeise gesnackt. Brokkoli ist jetzt fertig gekocht, da kommt aber jetzt noch was rein. Und zwar mache ich hier noch das Total Protein Sahne rein, weil ich erstens doch noch ein bisschen mehr Proteine brauche und zweitens, dann ist es einfach cremiger. Dann noch das Cheddar-Garlic-Gewürz, weil ich Bock auf Käse habe. Und dann wird das Ganze püriert. Jetzt kommt das hier in die Schüssel rein. Die schöne Hulk-Suppe. Und topf das Ganze mit ein wenig Reibekäse. Nur fürs Auge. Nice.
So, der Fisch ist auch schon fertig. Das heißt, es gibt jetzt den Fisch und meine Halksuppe und als Nachspeise dieses Prachtexemplar. Trotz weniger Kalorien ein sehr, sehr geiler Tag. Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt noch schmecken lassen und am Ende des Tages kommen wir bei 1846 Kalorien, 250 Gramm Eiweiß, 172 Gramm Kohlenhydrate und 32 Gramm Fette raus. Den Mixer, den ich benutzt habe, habe ich verlinkt und wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr jetzt nicht sehen wollt. Folgt mir gerne auf Instagram und auf TikTok und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.